die Highlights, das Spiel des VfL Gummersbach in den blauen Trikots gegen HBW Balingen-Waldstätten. Es ist der Traum des Europapokals in Blau gegen den Abstiegskampf Balingen-Waldstätten in den roten Trikots. Aber die kommen, die Gäste, gut ins Spiel. Sehr ausgeglichener Auftakt. Das liegt auch am Keeper. Einmal mehr Mohamed El-Tayar kommt gut rein ins Spiel. Gerade in dieser Aktion gegen Vujovic. Ein körperlich intensives Spiel und ein wunderbarer Treffer von Mathis Häsler, U21-Weltmeister. Mit diesem Treffer von rechts außen bekommt gefunden vor Lukas Blome. Es bleibt eng, Mitte dieser ersten Hälfte. Schneller Rückpass von Ole Pekler auf Julian Köster, der sich vor allem als Anspieler verdient macht in dieser ersten Hälfte. Aber Balingen bleibt dran, ein ganz anderes Gesicht im Vergleich zum Auftritt zuletzt zu Hause gegen Leipzig. Miro Schnurhoff dann aus der zweiten Reihe mächtig gestiegen und abgefeuert rechts oben rein ins Eck. Es bleibt weiter eng, aber nun kommen die Paraden von Tibor Ivanisevic zum Drang. Leichter Vorsprung und dann immer wieder diese Durchbrüche. Mal ist es Köster, mal ist es Bregler oder sind wir Miro Schnurhoff. Der VfL spielt mit einer enormen Energie in die Tiefe. Trotz allem, es bleibt eng, es bleibt knapp. Zur Pause 2 Tore Vorsprung für den VfL. Rein in die zweite Hälfte. Es beginnt überfallartig mit diesem Anspiel von Bregler auf Widersson. Der ist heute einer der besten Torschützen mit 8 Treffern. Guter Auftakt und das setzt sich fort. In der 37. 2016 und nun bleibt Gummersbach im Prinzip permanent mit 4 bis 5 Treffern vorne. Das liegt auch an solchen ausgelassenen Torchancen wie hier von Jerome Müller. Im Prinzip scheint die Partie in der 45. schon gelaufen. Schoffe Warze aus dem rechten Rückraum. Weiter 4 Tore vor. 48. Minute. Dieser mächtige Stemmwurf von Julian Köster. Wieder 5 plus für den VfL. Rein in die Schlussphase. Graubatsch mit diesem Foul. Dafür gibt es zu Recht 2 Minuten. Will er nicht wahrhaben. Meckern 2 Minuten obendrauf. Er hatte schon eine Zeitstrafe. Und deshalb gibt es nun in dieser 58. die rote Karte. Spiel aber zu diesem Zeitpunkt längst entschieden. Am Ende wird es eine sehr souveräne Angelegenheit vor 4.132 Zuschauern. Die Schwalb Arena zum 9. Mal in Folge ausverkauft. Endstand 33:25. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.